Wenn man sich Meeresforschung vorstellt, dann sind das häufig Biologen, die auf Tauchgänge gehen und Schritt für Schritt Sachen zählen, die sie sehen. Es gibt auch Roboter, die unter Wasser Sachen filmen können, aber die müssen immer angestört werden von jemandem über dem Wasser und sind mega laut, machen viele Vibrationen und verschrecken die Tiere. Und unser Fisch ist autonom, der kann 2 Stunden lang allein schwimmen, man kann ins Wasser tun und er sammelt seine Daten. Er ist lautlos und bewegt sich halt auch wie ein Fisch. Das heisst, er kann das Ökosystem eigentlich so filmen, wie es dort existiert, ohne dass irgendein Taucher oder so dabei sein muss. Und natürlich spart ganz viel wertvolle Zeit der Biologen. Ich bin Leon, ich studiere Maschinenbau im 3. Jahr und ich arbeite am Fokusprojekt Surf eDNA. In diesem Fokusprojekt machen wir einen autonomen Unterwasserroboter, der aussieht wie ein Fisch und der sich auch verhält wie ein Fisch. Und die Idee ist, dass wir damit Biologen und Meeresforscher eine autonome Plattform zur Verfügung stellen können, wo sie Biodiversitätsdaten sammeln können, ohne ins Ökosystem eingreifen müssen. Wir haben eine Schwanzflosse aus Silikon, wo mit einem Pumpsystem Wasser hin und her gepumpt wird in 2 Bereiche und somit bewegt sich die Schwanzflosse. Dazu haben wir einen komplexen Algorithmus, der dank Bildern, die eine Kamera aufnimmt, sich orientieren kann. Er vergleicht Bild nach Bild, wie sich das Bild verändert und weiss darum so, wie er sich bewegt. Der Fisch ist spezifisch fürs Meer gedacht und nicht für unsere Seen. Was dann gerade halt noch eine Challenge macht, wir müssen das alles auf Salzwasser abstimmen und nicht auf Seewasser. Anfang Sommer werden wir wahrscheinlich häufiger auf Italien gehen, um den ganzen Fisch zu testen. Das Schöne ist, wir machen etwas, das einen eigentlichen Impact könnte haben, auf wie wir die Meere observieren und dadurch auch nutzen und schützen können.